Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, letztes Mal aufgehört. Hier direkt weitermachen. Also, wo war sie nochmal? Da hinten. Dann wollen wir sie mal finden. Einmal da lang. Let's go. So, du musst mir irgendwie helfen. Warum wollte Anufi mir nicht helfen? Als Heilerin? Anufi ist beunruhigt. Sie braucht Zeit. Ich habe keine Zeit. Die Himmelsmenschen haben angegriffen, getötet, verletzt. Bitte, ich weiß nicht mehr weiter. Niemand darf von meiner Hilfe wissen. Es gibt noch einen Oh, Heiler. sehr schön, sehr Sein schön. Name ist Siul. Wo finde ich ihn? Sü. Kräuterkunde ist verboten, aber Siul macht weiter. Verboten? Ich hörte, ihr seid bekannte Kräuterkundler. Finde ihn. Er kann es erklären. Ich kann nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was los ist. Sprich mit Siul. Die Kräuterkundler leben in den Höhlen. Er müsste dort sein, auch wenn ich ihn lange nicht gesehen habe. Mehr weiß ich nicht. Bitte geh. Verstehe. Danke. Okay, sie hat das Wissen anscheinend oder die Connections. Na gut. Dann zu den Höhlen. Ich Wo sind die wünschte, die Höhlen? Leute wüssten, wie Amophi leidet. Ein neuer Plan. Suche nach Syl oder Sü im Kräutersammlerkreis in den Höhlen. Wo sind die Höhlen? Wir haben noch ein. Oh, lol, das sieht aus beinahe wie das Zeichen von Konoha, ey. Oder Uzumaki Clan. The fuck? Okay. Dann, was könnten wir machen? Wenn wir schon dahin müssen, und da in der Nähe ist schon wieder die Kacke. Wir könnten einmal so fliegen und zwar einmal kurz hier runter. Einfach nur, damit wir hier einen Schnellreisepunkt haben, falls wir irgendwann mal hier nach unten müssen. Dann gehen wir hier hoch, nehmen den mit, aber da gehe ich nicht hin. Und dann gehen wir außen rum und dann dahin. So klingt es, glaube ich, für mich persönlich am besten. Ein Skillpunkt, sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei. Fehlt noch einer und dann haben wir den einen Baum Nicht da lang? fertig. Okay. Nicht da lang. Okay, war komisch. Okay, dann fliegen wir mal geradeaus. So, dann können wir woanders hingucken. So, hier ist das erste Lager. Da unten sieht man das schon. Und landen. Gebräu nachher. Heilhütte. Okay, das ist schon mal ein anderes Lager, sieht man. Oder Stamm. Das geht. Oh, Kuhls Getreidesuppe. Ne, das habe ich nicht. So, das können wir wieder entfernen. Dann zum nächsten Punkt. Vielleicht besuche ich heute meinen alten Freund. Ja, das ist ein gutes Vorhaben, du. Freunde sollte man besuchen. So, na Nur, komm. es gibt noch einen Heiler. Siul. Wird er helfen? Hoffentlich. Ja, da bin ich mal gespannt. Also er praktiziert das, obwohl es verboten ist oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl, die waren das irgendwie und dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Seitdem sind die sozusagen irgendwie, ja, keine Ahnung, verbannt worden von der Kunst oder so. Oder die haben sich selber davon verbannt als Strafe ins Exil oder so. Manche sagen, wir sind das ja immer noch. Selbst wenn es einmal passiert ist oder auch nicht, scheißegal. Komisches Geheimnis. Wir müssen gucken, was da ist, ey. So, wo ist hier das Labor? Da. Perfekt. Schön gelandet. Hier ist gar nichts. Okay, dann müssen wir in Höhe. Also, erster Punkt. Dann zweiter Punkt. Und. Ne, brauchen wir gar nicht. Perfekt. So, ein bisschen Muni nehmen. Dann das nochmal. Ah, oh, hier ist ein Anruf. Okay. Und ich habe mich entschieden. Ich werde es machen. Kein Warten mehr. Auf was? Das Leben ist viel zu kurz. Komm zu mir, wenn du zurück bist. Könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich wüsste, wer da wäre. Von wegen mit Bildschirmübertragung wie damals. Aber irgendwie geht das nicht. In Pandora geschmiedet. Okay.
Kurz mal nur reingucken. Was heißt das? Mit Anka. Jetzt zum Teufel ist Anka. Ich hab's schon wieder vergessen. War das die mit dem Kind machen oder so? Nee, das war doch jemand anders, oder? Jetzt müssen wir Charaktere und so alles eingucken, aber egal. Das machen wir danach. Sidequests sind für was anderes bestimmt. So, dann. Hier lang. Oh, ich kann schnell reisen. Lol. Okay, dann warum nicht, wenn ich da schon mal war? Ah, es ist dasselbe wie hier. Oh, okay, okay, okay. Dann müssen wir was essen eigentlich. Ein wenig Stolz schadet nicht. Essen wir so eins. Perfekt. Die sind schon wieder. Nee, das ist was anderes. Wovon kann ich mich trennen? Designs, Designs. Unilux Manschette. 256. Wenn ich das noch crafte und ich krieg 25% oder 50. Boah. Not bad. Aber schon lustig, dass immer genau die dann am Ende die Besten sind, was das Letzte auch kommt. Und nicht, dass alle sich mitscalen. Das finde ich immer schade. Das finde ich immer schade, dass dann halt das so ist, dass Early Game sozusagen, obwohl die vielleicht auch gut aussehen oder jemandem gefallen, nie Endgame gut sind. Außer du hast die Möglichkeit, auch die besten Dinge zu benutzen für dieses eine. Aber meistens ist es ja vorgegeben. Aber gut. Okay, pass auf, dann nehmen wir das hier auf jeden Fall. Dann nehmen wir den hier nochmal. Immer die ausgezeichneten Dinge nehmen. Leichte Haut. Purpurrinde. Nee, das nützt nämlich nicht. Alles klar. Okay, pass auf, dann wieder weg. Bis bald. Ja, bis bald. Suchen wir weiter. Das ist ein anderer Weg. Wo führt der überhaupt hin? Ist das der richtige Weg oder der falsche Weg? Sie sind sehr Chamäleon-Kriecher. What the fuck? Wer denn? Mit wem können wir noch reden? Ist es denn falsch, diese Bündnis aufzuheitern? Okay, das ist der falsche Weg. Ich suche die ganzen Händler. Wo sind noch mehr Leute? Okay, das ist meins. Pass auf, das heißt, wir können schon mal hier die Dinger erstmal reinpacken, weil ich werde eh nichts craften, nicht, dass wir zu voll sind. Dann das Fleisch hier auch wieder reinpacken. Allgemein eigentlich alles, was damit zu tun hat. Vielleicht das eine können wir mitnehmen, weil irgendeiner braucht ein Sturmbiest-Ei. Oder Sturmgleiter, nicht Sturmbiest. Ist ein bisschen selten eigentlich, deswegen würde ich das eigentlich ungern benutzen, aber egal, nicht schlimm. Das müssen wir noch zerstören, das auch noch ein paar Dinge und hier ist sowieso nichts gut. Wo sind die Händler? Bist du ein Händler? Immer noch nicht hier. Nein, bist du ein Händler? Junge. Sieh dir meine Waren an. Wolkenlilienbast, okay. Nehmen wir. Wenigstens jeder einmal benutzen oder haben, besitzen. So, was haben wir hier? Hey, Kinax, unbarmherziger Kurzbogen. Alles klar, nehmen wir mit. Das lassen wir jetzt mal. Wir haben noch niemanden, der das unbedingt braucht. Okay, wir haben jetzt einmal Rüstung gehabt. Wir hatten jetzt einmal das gehabt. Jetzt muss noch irgendjemanden geben, der Essen produziert. Wo ist der Meister im Essen? Eigentlich müsste es hier sein. Aber irgendwie nicht, nee. Komisch. Da ist der typische wieder. Pass auf, gehen wir mal hier hoch. Schaffe ich das irgendwo hier hin? Was ist das denn? Wechselplatz? Ah! Das ist gut, weil wir haben neue Farben freigeschaltet. Das nicht? Irgendwelche Farben haben wir freigeschaltet eigentlich, aber na gut. Körperfarbe oder was? Ich glaube, ich mache jetzt die Gesichtsbemalung wieder weg. Ja, machen wir mal die normale wieder rein. Sozusagen clean, clean. Und dann... Gut, nehmen wir so. Was noch? Hier sehe ich hier nicht mehr. Kleidung ausblenden. Ah, okay. So, wieder zurück zu clean. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier irgendwo einen fucking Koch.
Na gut, die Mission ist da vorne, dann gehen wir zur Mission. Hallo? Seoul? Seoul? Nor? Ich bin in Seouls Werkstatt. Sie ist verlassen. Jo. Und das wohl schon länger. Wieso sind so viele Kamettiere? Oh, nice. Glaubst du, es ist der Jaffe? Ich sehe mich mal um. Also, was haben wir hier? Riecht nach Augendorn. Augendorn. Hier ist was? Augendorn. Aber er sieht anders aus. Krank. Vielleicht ist der Jaffe schuld daran. Bild einer Schlucht. Eine Zeichnung. Sieht aus wie eine Schlucht. Dieser Ort muss Seoul etwas bedeutet haben. 1, 2, 3. Wo ist der letzte? Die Hände? So kann ich sie markieren? Nein. Boah, das ist jetzt scheiße. Auch nicht, auch nicht. Okay, verbinden wir erstmal das, was wir gefunden haben. Ich frage mich, ob... Hey, scheiß Korb. Ich glaube, Seoul versucht etwas daraus zu machen. Aus krankem Augendorn? Er ist Heiler. Das weiß er besser. Kranker Augendorn. So. Ah, hier ist es. Oder? Nee. Och, Mann. Wo zum Teufel ist das andere? Es müssen die Hände sein. Das kannst du mir doch nicht erzählen, oder? Ja, wollte gerade sagen, hier. Handabdrücke. Sie führen raus. Es hat vielleicht zu tun mit einer Zeichnung einer Schlucht und Farbmarkierungen. Wollte Seoul, dass man ihm folgt? So. Sag mir nicht, jetzt fehlt noch ein kleines Stück, oder? Mischen. Nee. Anufis Wächter sagte, die Kräuterkunde ist verboten. Vielleicht konnte Seoul es nicht mehr verbergen. Also ging er zur Schlucht. Dort könnte es auch Augendorn geben, wenn es nahe dem Jaffe ist. Ich suche es. Sehr schön, dann wo ist die Schlucht? Wir nehmen die Schlucht auf Seouls Bild. Einer der oberen Bögen ist in der Schlucht zusammengestürzt. Der muss in der Nähe von Höhlen sein. So, zeig mal her. Oh, hell no. Warte. Okay, Gott sei Dank ist das markiert, ey. Ich dachte schon. Erstens, wir können dann endlich mal hier hin sogar. Davor. Vielleicht ist er ja sogar wirklich sogar hier oben. Aber ich glaube, der ist eher mehr hier. Das heißt, wir gehen hier hin und dann darunter. Dann passt das so besser. So, ich kann. Komm runter. Ich schaue später mal bei Ihnen vorbei. Hier ist schon wieder irgendwas in der Nähe, oder? Warte, ich guck mal kurz, ob gerade noch was anderes da ist. Nee, das ist der Knospenwächter, ne? Knospenwächter wäre da oben rechts von meiner Sicht gerade. Ja. Da wollen wir natürlich nicht hin. Weg hier. So, dann let's go. Ich muss nach ganz da oben, oder? Jo, dahinter sogar. So, in die Richtung. Oh, es wird ein bisschen dauern, da hochzukommen, ey. Das ist eine ordentliche Höhe. Ich habe schon wieder Hubschrauber. Wo genau? Ah, da ganz. Nee, das waren nachgespawnte. Eine Plattform. Ah, sehr knapp, Junge. Holy shit. So, das muss sich aber hoffentlich lohnen, wa? Komm schon. So, drüber hinweg. Was ist das hier? Achso. Nee, 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 alles in Ordnung. Jetzt ist es beschissen, denn wir wissen nicht, wo was ist. Oh, hell nice, ist es da drinne. Ne, ich sehe was, ich sehe was. Landen, landen. Zahlende Gründe. Das ist schlecht. Wie komme ich da rein? Oh, jetzt muss ein bisschen Logik sein. Eigentlich muss ich da durchfallen.
Komm mal. Mir egal. Hat funktioniert. Aber nice. Wir cutten gerade den Weg. Tough Bug. Wo muss ich hin? Ist echt komisch, wo ich gerade hier bin. Aha, okay. Jetzt heißt natürlich die Frage, links oder rechts rum? Gehen wir erstmal hier hoch. Jawohl, war richtig. Und komm, greift nein! Und nochmal, komm. Jawohl, schön hast du es gemacht. Kostenlose Schnellreise. Na endlich. Ohne Energie zu verbrauchen. Wunderschön. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Nämlich tiefe Verbindung. Die ist ja bei dem Level 20er Base. Die werden wir auch demnächst angreifen. Ich glaube aber, genau dazu wollte ich sagen, ich wollte das erst in der Aufnahme machen, weil es ja die höchste ist oder die letzte mit extra Sidequest. Aber ich werde die offline machen. Aber ich werde den Punkt, nachdem ich die besiegt habe, genau da wieder reinschneiden oder versuchen, den Part von da wieder an, also aufzunehmen. Denn ich will natürlich hören, was dann Zollig sagt dazu, weil es war ja da am Anfang noch gesagt hat, bleib da weg, bis du bereit bist. Und am Ende muss er ja schon was dazu sagen. Deswegen, das werde ich dann so rum machen. Ist dann auch besser für die Story. Und das hier müssen wir noch woanders finden. Genau. Zwei Skillpunkte. Jetzt haben wir doch genug, ne? Jawohl. So. Tada. So, jetzt haben wir noch den hier. Spitzenherausforderung. Was müssen wir hier machen? Bitte eine leichte. Nicht schon wieder so eine abgefuckte, die einfach nur nervig ist. Wiederherstellung der Harmonie. Erlege folgendes Wildtier mit einem sauberen Kill. Hammerkopf, Riesenheuler. Okay, das ist schon mal nice, weil der andere war einfach nur, ich sollte ein Kommando-RDA-Typ besiegen in seinem Anzug, aber ich habe dann einfach gecheased und zwar, ich habe die Bohrer angegriffen, also nicht die Basen, sondern die Außenposten. Und da steht ja immer bei den höheren Levels immer einfach ein Anzug leer. Und dann habe ich aber alle anderen drumherum gekillt und habe ich immer die Schwachstelle angegriffen. So war der Auftrag davon und dann habe ich das damit easy geschafft. Da muss ich nicht irgendwie super skillvoll sein, sondern einfach nur alle killen leise, sondern den Anzug alleine ausschalten. Das war schon mal nicht schlecht. So, Hammer, Titan im Kinglorwald und den hier in der Höhlenprärie. Okay, das ist relativ easy. Die finden wir überall eigentlich. Also ein paar Mal raufschießen und fertig. Auf die Schwachstelle. Jetzt ist der Bogen auch stark genug. Oh, das werde ich auf jeden Fall machen. Aber offline natürlich, weil das ist ein bisschen hinhergereise. Und dann haben wir noch hier hinten irgendwas. Jetzt die Frage natürlich, ist der auch hier unten oder woanders? Holy shit, was ist das für ein Durchgang hier? Wo willst du mich hinbringen? Ich sehe immer noch diese Pünktchen, als wenn es mich irgendwo hinziehen will. Aber wohin? Aua, hat wehgetan. Aua. Scheiß Dornen, ich merke schon. Gehen wir richtig? Was zur Hölle, ey. Wer hat das hier so gebaut? Okay, von da oben hätten wir durchfallen sollen. Da muss ich hoch, oh Gott. Ja, ich glaube, ich komme da nicht hoch, oder? Wo führt das jetzt wieder hin? Viel zu viele Wege, die ich nicht weiß, wo die hinführen. Nee. Das ist schwul. Das sollte von der anderen Seite sein, von innen nach außen. Das war schlecht. Ah, warte, hier ist ein Weg raus. Oh, Licht, meine Augen. Okay, komm mal hier runter. So, fliegen wir los. Und zwar zu der Markierung. Ich muss unbedingt das eine noch finden. Wenn ich es nicht sofort finde, dann... Oh, holy. Das sind normale, ne? Wilde Ikan. Okay, das war noch in Ordnung. Markierung ist da. Ach nee, ich will nicht gegen die da kämpfen. Jawohl, der Weg wird angezeigt. Lande.
Sehr schön. Und da oben war irgendwas Seltenes. Nein, er hält sich nicht fest. Nochmal. Das war hier. Wow, das war nicht selten. Oh, doch, hier. Ah, es war nicht selten, selten. Scheiße. Naja, und noch ein Wächter. Okay. So, auf zur Mission. Und die liegt... Ich hasse, dass es nicht anzeigt. In die Richtung. So. Ich kann. Du musst wieder herkommen. Oh, wir müssen schnell weg. Flieg weg, flieg weg, flieg weg. Los, los, los. Okay, okay, okay. Boah, schöne Aussicht. Holy shit. So, und jetzt wieder... Oh, da unten ist schon wieder was los. Wer macht sowas, ey? Nur, ich glaube, ich habe die Schlucht erreicht. Ja. Sieht aus wie auf Siuls Zeichnung. Er ist nicht hier. Zeitverschwendung. Vielleicht solltest du umkehren. Ich werde nach dem Augendorn suchen. Eine der Runde. Okay, warte, weiter. Wuhu! Finde den kranken Augendorn. Ja, wir gehen erstmal runter. Hier ist schon wieder irgendwas zu finden. Lande, 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 lande. Das andere suche ich später. Genau, das ist irgendwo hier, aber das suche ich später. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Nor, hier wächst jede Menge Augendorn. Sieht echt nicht gut aus. Oh, holy shit. Denke schon. Es riecht nach Kamethere. Alter, was ist so viel Schaden? Okay, ich muss mich oder sehr doll heilen, oder ich muss diesen einen seltenen Trank trinken, den ich gefunden habe, extra für diese Mission. Er möchte seinem Clan helfen. Wie wir. Schnell durch. Wie geht es euch im Hauptquartier? Wir halten durch. Alma, geht es nicht so gut. So, folge dem Duft, folge dem Duft. Oh, nicht runterfallen. Schnell durch, los, 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 los. Ah, muss man den Duft folgen, um nicht in das Grüne zu kommen, oder ist es mehr so zufällig? Falsch. Jawohl, weg hier. Nein, greif, jawohl. Mein Gott, wo führt er uns hin? Duftfährte verschwunden, okay. Boost. Das ist echt ziemlich weit, holy shit. Und natürlich auch sehr gewagt. Boah. Holy shit. Wir müssen da hoch, das war ja klar. Meh-Hirsch. Fuck. So, jetzt ist er hier oben, oder? Jo, da ist er. Mein Freund, wie weit bist du noch weg, ey? Holy shit, am Ende der Welt. Mehrere Dinge hier, okay. Eine alte Basis oder was? Eine RDA-Anlage. Ejo. Ruhig hier. Keine RDA zu sehen. Glaubst du, Siul ist drin? Wir werden es rausfinden. Dann werden wir es halt rausfinden, also rein da. Oder rauf da. Setzt Siul sich Metallobjekten aus. Er ist ein Kamethere. Vielleicht ist er verzweifelt. Kein echter Navi würde sich mit Metall umgeben. Merkwürdig. Tja, andere Zeiten erfordern manchmal auch andere Dinge. Müssen wir mal gucken. Rein da. Der muss auf jeden Fall seine Gründe haben. So, hier haben wir noch was, okay. Wo
können wir lang? Ach, hier lang, okay. Ich höre jemanden summen. Nein, nein. Das kann nicht sein. Sieh dir den Rost an. Noch mehr altes Metall. Okul? Oh, oh. Okay, es ist nicht, wonach es aussieht. Ich wollte den Yavé erforschen. Mein Mentor Siul hat das meiste gefunden. Ich wollte seine Arbeit fortsetzen. Jetzt ist er tot. Oh, Scheiße. Siul ist tot? Ich wollte ihn um Hilfe bitten, nachdem Anufi solche Angst vor mir hatte. Anufi? Siul hat immer an ihre Unschuld geglaubt, nachdem was passiert ist mit, meinen Leuten. Wenn er recht hatte, wird Anufi vielleicht endlich, ich weiß nicht, sich nicht mehr die Schuld geben. Andere wieder unterweisen, so wie mich. Siul war sicher, dass der Yavé Geheimnisse der Sarentu verhüllte. Entdeckt die Wahrheit, sagte er immer. Die Wahrheit? Was mit meinem Clan passierte? Was Anufi tat? Oder auch nicht. Siul hat nach etwas gesucht, was uns im Yavé schützen kann. Schützen, seine okay. Arbeit steckt da drin. Ich komme nicht rein. Und der Yavé ist auch dort. Vielleicht können uns die Himmelsmenschen helfen, hineinzugelangen? Mit den Masken, meinst du? Oder einfach nur die Tür öffnen, meinst du? Je nachdem. Ja, okay. Machen wir weiter. Schon wieder ausgezeichnet, Junge. So, hacken. Und, läuft er? Ich sehe das doch schon. Hallo. Fuck. Ernsthaft? Achtung, elektrische Störung entdeckt. Na gut, dann ich würde ja gerne das so zusammenstecken wie bei den anderen Dingen. Ich denke, ich kann den Yavé von hier aus auslösen. Der Generator ist mit der Lüftung verbunden. Braucht aber Ersatzteile. Oh, ihr wisst, dass Himmelsmenschen in der Nähe sind. Und du meinst, wenn wir höflich genug fragen, helfen sie uns? Ah, vielleicht schleicht ihr rein. Siuls Ergebnisse werden uns alles über den Yavé verraten. Denke ich. Nein, weiß ich. Okay. Tanaton nix, ey. Okay. So, was jetzt raus hier oder was? In der Nähe. Ach du Scheiße, wenn wir nett fragen. Genau, wir sollen nett fragen. Ja. Ich glaube, wir sollten meins damit lieber das kaputt machen gehen. Warte, kann ich da raus? Jo, schön. Da sind Masken. Okay. Na dann, Liegen wir schon? Wow, Delisi! Weigerst du dich etwa? So, jetzt haben wir das hier. Und wir haben noch einen Tayo-Setzling, aber wo war der? Den finde ich später. Wir müssen ja eh noch wiederkommen. Genau, so, erstmal kurz Stopp. Ich muss mal kurz gucken, wo wir lang müssen. Da lang. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich schon früher das bereinigt hätte. Das wäre mal ein Unterschied. Hey Priya, oh, wo bewahrt die RDA Elektrozubehör auf? Gehst du einkaufen? Ich tippe auf Regal 12.
Aber der Witz funktioniert wohl nicht. Oh. Bei Generatoren? Die oh, Glück gehabt. Sie in den meisten ihrer Anlagen unterirdisch. Danke, Priya. Immer gern. Boah, okay, pass auf. Das heißt, wir müssen diese Anlage... mit explosivem Reservoir. Schon ziemlich nah, aber pass auf, nicht so viele bis jetzt noch. Suchen wir mal einen anderen Eingang. Ah, das ist so ein Ding. Okay, pass auf, dann. Ey, was soll denn das? So. Okay, pass auf. Dann, wie kommen wir da noch besser rein? Also ich glaube, die andere Seite war besser. Aber hier sind Steine. Pass auf, vielleicht kommen wir so hier gut rein. Oh, das sind viele. Da sind sehr viele. Jo, das ist ordentlich Arbeit. Das ist nicht nur mal eben so. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen hier... Oh, oh, fuck. Bitte nicht sehen. Hier den Stopp. Ich würde dann das einfach offline fertig machen. Und genau bevor ich fertig werde, sozusagen das hochjagen, dann schalten wir wieder hier hinzu. Jagen das gemeinsam hoch. Die Mission dann voranschreiten. Und dann geht es wahrscheinlich wieder weiter hier hinten. Müssen wir mal gucken. Gut, Leute. Falls das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.